Willkommen zu Life is Feudal, Your Own. Hier ist Fabi von Mr. Veshi Let's Play. Und ich möchte euch mal dieses Spiel hier zeigen. Bei Life is Feudal handelt es sich um ein Mittelalter-Survival-Spiel. Und wir sehen hier unseren Charakter. Der hat noch nichts an. Der hat eigentlich auch gar nichts. Das ist so die normale Ansicht. Ich mag lieber diese Third-Person-Ansicht. Es gibt ja auch die First-Person. Die ist aber ein bisschen... Ja, gefällt mir nicht so. Ich mag lieber hier, wenn ich den Charakter sehe. Und ja. Gut. Wie gesagt, Mittelalter-Survival. Mit extremem Umfang. Man muss aber, also was angedacht ist von den Entwicklern, denn das Spiel hier ist Early Access auf Steam, ist noch in der Alpha-Version und hat noch ziemlich, ja, es sind noch einige Funktionen nicht implementiert und es fehlen noch in erster Linie die Performance-Upgrades fürs Spiel. Wobei, es weiß ja keiner so genau, wann es wirklich rauskommen soll als Final. Und ich würde mal sagen, ja, das Moore'sche Gesetz arbeitet für uns. Also, wenn das Spiel natürlich erst in 2 Jahren dann wirklich Final rauskommt, dann haben wir natürlich auch Rechner, die doppelt so stark sind. Das hat besagt zumindest dieses Gesetz. Und ja, gucken wir doch mal. Also, ich habe jetzt hier witzigerweise ziemlich flüssige Frames, was mich gerade wundert. Aber es könnte sein, dass ihr meinen Rechner jetzt im Hintergrund ziemlich pusten hört. Da doch die Leistung, die das Spiel zieht, heftig ist. Also wir sind jetzt hier gestartet, ich weiß gar nicht wo. Okay, ups. Also wir sind hier auf der Map. Ich gebe mir mal hier den Mauszeiger wieder. Wir machen die mal ein bisschen größer. So. Zoom mal rein. Also wir sind hier gestartet. Unten. Und das hier ist die Map, die es bislang gibt. Das wird sich vielleicht auch mal noch ändern, würde ich mir zumindest wünschen, dass es vielleicht zufällig generierte Maps gibt. Das wäre ja dann noch das Nonplusultra sozusagen für dieses Spiel. Aber mir hat es richtig gut gefallen. Aus welchem Grund? Es gibt hier praktisch nichts. Ihr seht, was wir haben in unserem Inventar. Das sind ein paar Kekse und das ist so eine alte Leinenkleidung. So, dann haben wir hier unser Charakterfenster hier, unser Equipmentfenster, was wir angelegt haben. Dann haben wir hier unser Skillfenster. Ich habe jetzt hier, also man kann sich oft einstellen, wie man mag. Und ich habe jetzt hier die Skill Cap mal auf 3000 gestellt. Das heißt, wir können alle Skills bis Level 100 lernen. Aber ich möchte jetzt nur mal kurz reingucken hier mit euch zusammen. Also hier gibt es praktisch, das sind hier die Abbau-Skills und ja, Bau-Skills und Farming-Skills und Jagen. Dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel auch, es wird mal, ja, einen Juwelier geben, dann heißt sie aber noch nicht implementiert. Also das heißt, es ist halt wirklich noch Work in Progress. Hier zum Beispiel, man muss ab und zu auch mal beten in dem Spiel, war ja im Mittelalter so, dass da alle noch sehr gläubig waren. Farming, Tierhaltung, also das ist echt Jagen. Also der Umfang des Spiels ist echt heftig. Hier dann Försterei und ja, Holzfällerei und lauter so Zeug hier, Schreinerei. Dann gibt es hier auch Alchemie, dann können wir hier weiter wechseln. Das sind jetzt unsere Kampfskills hier. Zum Beispiel wird es hier mal auch Kriegspferde geben und so. Also es ist extrem, was hier angedacht ist in dem Spiel. Und das könnte richtig interessant werden. Ja. Aha, jetzt hat er alles zugemacht. Interessant. Ich wollte eigentlich mein Inventar und mein... So, mach das mal auf. Dann leg mal hier mal die Kleidung an, damit wir hier nicht nackig durch die Gegend rennen. Ihr seht jetzt hier, das dauert auch einen Moment, hier was anzulegen. Das müsste vielleicht auch mal noch ein bisschen angepasst werden.
dass man, dass das vielleicht unterschiedlich schnell geht, weil manchmal ist es ein bisschen heftig, eine Waffe anzulegen oder so. Das dauert manchmal einfach zu lange. Das geht eigentlich schneller, könnte ich mir vorstellen. So, was sehen wir jetzt hier noch? Dieser Balken hier mit der 0, das ist unsere, wie kann man sagen, Beliebtheit. Man könnte Beliebtheit sagen. Wenn wir hier andere Spieler umbringen oder so Geschichten machen oder stehlen, dann geht diese Leiste runter bis auf einen Wert von minus 49. Und wenn wir wirklich jemanden umbringen, dann geht die auf minus 50 und dann sind wir kriminell. Rechts daneben, die 94, das ist unser Hunger. Wie gesagt, wir spielen ein Survival-Spiel. Das ist unser Leben und das ist unsere Ausdauer. Dann haben wir hier noch unsere Schnellzugriffsleiste mit ziemlich vielen Slots. Und die Log. Die Game Log, wo hier interessante Dinger auftauchen werden. So, was müssen wir jetzt hier machen? Wir haben ja, wie gesagt, gar nichts. Wir können hier aber Häuser bauen. Wir können ganze Burgen sogar errichten und Städte. Wie gesagt, es ist alles mit drin. Ihr habt ja gesehen, was es alles für Fähigkeiten gibt. Und im Gegensatz zu anderen Spielen fällt hier nichts vom Himmel. Das heißt, wir können jetzt mal hier zu so einem Baum gehen. Zu so einer Birke müsste das sein. So, jetzt haben wir hier einmal Forestry. Wir können also hier einen Setzling uns nehmen. Wir können uns den Baum mal angucken. Wir können uns einen Ast abbrechen. Und wir können uns ein bisschen Baumrinde holen. Jetzt würde ich sagen, wir gucken uns den Baum mal an. So, das kommt jetzt wieder hier die Progress Bar. So, jetzt zeigt er hier an. Wir haben einen großen Bridge Tree, okay. Er hat eine Qualität von 70. Er ist zu 0% gefällt. Und hat 16 mal Rinde, 32 Äste und ja, 4 Setzlinge. Gut. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie funktioniert in dem Spiel das Crafting? Denn Crafting habe ich jetzt ja noch nicht gezeigt. Das ist relativ einfach, beziehungsweise nicht einfach, aber gut, wenn man es weiß, ist es einfach. Wir brauchen erstmal hier einen Ast. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden in dem Spiel verbracht und habe mir das alles mal angeguckt. Ich werde jetzt dann später auch noch eine zweite Folge davon bringen. Wir nehmen gleich mal noch einen zweiten mit. Wo ich dann mal in meine private Welt reingehe, wo ich schon etwas weiter bin, damit ihr mal so seht, was in dem Spiel alles möglich ist. So, jetzt haben wir hier zwei Äste eingesammelt. Jetzt kommen wir in unser Inventar, das sind diese zwei Äste. Hier kann man auch im Inventar alles frei platzieren, also das ist komplett frei. Hier oben sehen wir, wie viel wir tragen können. Man kann es auch stacken. Hier, okay. Und wenn wir jetzt craften wollen, klicken wir rechts auf so einen Ast zum Beispiel. Jetzt können wir hier sagen, create a snare, ja, könnte man auch machen, also eine Falle zum Jagen bauen. Aber wir wollen jetzt hier create a primitive tool machen, also ein primitives Werkzeug. Und jetzt sehen wir hier, es gibt Sicheln, Schaufeln, Hammer, Axt, Pickel, Säge, Fackel, Angel, eine Schleuder, eine Tasse, ein Schmelztiegel, ein Messer und ein Topf. Ich würde jetzt gerne als erstes mal eine Axt produzieren. Da klicken wir auf die Axt drauf. Und dann sehen wir hier, für diese primitive Axt benötigen wir zusätzlich zu dem Ast noch einen, ja, so einen Feuerstein, so einen Flintstone. Und zweimal so Pflanzenfasern. So, also machen wir mal weiter. Suchen wir uns mal. Jetzt wird mein Rechner auch langsam laut. Ihr werdet es vielleicht im Hintergrund hören. Aber ich habe immer noch konstante 30 Frames. Ich habe es jetzt auch nicht. Moment, ich kann euch mal meine Grafikeinstellungen zeigen. Ich habe es jetzt nicht auf Maximum. Beziehungsweise, ja, ich glaube, Anti-Analyzing habe ich. Oder nee.
habe ich auf Low Quality, okay. Die anisotrophe Filterung habe ich ganz ausgemacht, aus dem Grund, ja. Wie gesagt, mein Rechner hat jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und deswegen, ich wollte eh mal einen neuen, weil der ist jetzt schon 3 Jahre alt, aber er schafft dieses Spiel zumindest noch. Und man muss auch sagen, es ist halt noch überhaupt nicht Performance optimiert. Ist halt noch Early Access Alpha. Und wenn man weiß, wie so Entwicklung funktioniert, dann ist es halt so, man implementiert sich erst alle Funktionen. Und wenn man die hat, guckt man, wie man die Performance hochzieht. Man wird jetzt nicht von Anfang an Performance optimieren und das merkt man leider an dem Spiel. Aber es ist zumindest schon spielbar. Jetzt können wir hier, also jetzt müssen wir hier auf so eine Felsfläche gehen. Ihr seht halt, das hier ist zum Beispiel Grasflächen und wir können jetzt hier auf so eine Felsfläche. Es gibt auch Terraforming im Spiel, das heißt, der Boden ist dynamisch. Wir können uns Tunnel in den Boden graben und alles. Ist alles möglich. Wir können hier Tiere verfolgen und ja. Aber wir müssen jetzt hier mal gucken. Wir brauchen Flintstones. Search for useful Flintstone. So, dann sucht er hier. Und wir sehen auch unten in der Log hier. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Flintstone gefunden. Dadurch, ich habe jetzt natürlich, ja, ich habe die Skills hochgedreht, damit das Skill ein bisschen schneller geht. Normalerweise geht das nicht so extrem. Ich habe, glaube ich, mal 45 eingestellt oder so, oder mal 40. Das heißt, wir haben jetzt für einmal suchen 17,8 Level sozusagen. Wir sind jetzt auf Level 42,8 in Prospecting und haben unsere Intelligenz um 0,3 erhöht und unsere Stärke um 0,1. Also wenn man das auf 1 stellt, dann erhöht sich der Wert vielleicht um, ja, 0,5 oder so beim Suchen. Aber dann wird das Spiel so zäh, dass es nicht mehr spaßig ist. Wir suchen hier nochmal nach einem Flintstone. So, das ist jetzt die andere Möglichkeit. Man kann auch einfach mal nichts finden. Jetzt sehen wir hier aber noch, Work in Progress. Hier glitscht die Welt noch ein bisschen. Aber ja gut. Wie gesagt, es ist Early Access Alpha. Da müssen wir bei sowas noch ein Auge zudrücken. Wir gucken nochmal hier, ob wir hier nochmal einen Stein finden. Wie gesagt, es hat halt... Allein ist es total schwierig. Aber da möchte ich dann in Folge 2 noch was mit euch besprechen. So, wenn wir hier jetzt auf eine Wiesenfläche gehen, haben wir andere Menüpunkte, nämlich zum Beispiel hier Nature's Lore. Da können wir hier die Pflanzenfasern sammeln, die wir noch brauchen. Außerdem gibt es hier Farming, habe ich ja schon erzählt. Wir können also den Boden hier pflügen und dann Ackerwirtschaft betreiben. Und wir zoomen uns hier in der Zeit mal ein bisschen Pflanzenfasern. Jetzt trischt er hier mit der Hand auf den Boden ein. Also ich denke mal, dass die Animationen auch noch überarbeitet werden. Außerdem ist es noch nicht möglich, seinen Charakter umzugestalten. Das heißt, momentan, wenn man hier Multiplayer spielt, sehen alle Charaktere gleich aus. Das wird aber noch kommen. Es ist ja auch angedacht, dass man Männer und Frauen spielen kann und dass man auch sich das individualisieren kann, das Ganze. So, findet er jetzt Pflanzenfasern oder findet er keine? Ich weiß jetzt auch nicht mit dem Ton, weil ich höre gerade gar nichts. Komischerweise, denn... Es gibt ein bisschen Probleme mit meinem G35-Headset bei dem Spiel. Das wird nicht erkannt, da gibt es noch einen Fehler. So, jetzt haben wir hier also in unserem Inventar die Pflanzenfasern, die Flintstones und die Äste, die Fasern und die Steine. Wir klicken wieder auf den Ast, um hier zu craften. Und jetzt können wir uns unsere Axt craften. Genau. Klicken wir hier auf Craft, dann fängt er an.
Kommt wieder eine Progress Bar. Das dauert wieder. Wie immer in dem Spiel. Da muss man so ein bisschen Geduld haben. Ja, so. Gut, wir sind fertig mit dem Craften. Jetzt sehen wir, in unserem Inventar ist eine Axt aufgetaucht. Eine primitive Axt. Dann gehen wir hier wieder auf unser... auf unseren Charakter. Aufs Equipment. Moment. So. Jetzt legt man die Axt mal an. Wir sehen, das können wir hier auf allen vier Positionen. Es gibt aber auch andere Werkzeuge, die kann man jetzt zum Beispiel nur auf dem Rücken anlegen. Ich würde sagen, die Axt legen wir mal hier auf die rechte Hand. So, jetzt legt er hier die Axt an. Wieder mit Progress Bar. Gut, jetzt haben wir hier eine Axt. Moment. So. Wir sehen sie hier auch. Wir haben sie angelegt. Gut. Es gibt ja auch die Möglichkeit, in den Kampfmodus zu gehen. So, jetzt sind wir hier im Kampfmodus. Da läuft er hier so komisch. Wir können dann unsere Waffe ziehen. So. Dann können wir hier auch, je nachdem, das ist ein bisschen wie in Mountain Blade. Je nachdem, ja, blocken auf der rechten Maustaste und zuschlagen auf der. Krieg's jetzt bloß gerade nicht hin. Normalerweise holt er auch aus. Ich weiß bloß nicht, warum man das jetzt gerade nicht macht. Also normalerweise kann der auch ausholen und zuschlagen, weil mit einem... Genau. So. Es gibt hier auch wilde Tiere. Die haben wir aber noch nicht gefunden. Da könnten wir uns vielleicht dann mal noch umgucken. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal hier, es gibt auch verschiedene Bäume. Es gibt Hartholz- und Weichholzbäume und Apfelbäume. Das wäre auch mal cool, das wollte ich euch mal zeigen, wenn wir hier einen finden. Halt, ist das hier einer? Gucken wir uns den mal an. Ach nee, das ist eine Eiche, oder? Elm? Elm müsste Eiche sein. Ah, mein Englisch. dann gucken wir uns doch mal den hier an. Nee, das ist wahrscheinlich Hartholz. Dann gucken wir uns den mal an. Ah, jetzt haben wir nicht genug Forestry, um so einen Baum zu fällen, oder was? Nimmt man noch einen Branch hier. Hm. Warum kann ich den nicht fällen? Ist das auch wieder Hartholz? Dann gucken wir uns mal hier so einen kleinen Baum an. Hier gibt es nämlich jetzt Logging. Und nachdem wir jetzt eine Axt equipped haben, können wir auch Cut Down machen. So. Dann fängt er hier an, mit der Axt auf den Baum einzudreschen. Und der fällt dann um. Blub. So, jetzt haben wir hier einen Stamm liegen. Und wir sehen hier oben, das ist ein Weichholz-Baumstamm. Und der Besitzer bin ich für die nächsten 2 Minuten 8. Das heißt, so lange kann kein anderer was mit dem Ding machen. Wenn die 2 Minuten um sind, gehört's jedem. Das Teil. So, da können wir hier wieder mit einem Rechtsklick drauf und sagen, lift an object, so. Dann nimmt er den und dann, falsche Taste. So, dann hat er den jetzt hier auf dem Rücken. Dann können wir den spazieren tragen, zum Beispiel in unser Lager, wenn wir schon ein Lager hätten. Und würden ihn dann wieder hier irgendwo auf den Boden klicken, drop an object, so. Das hat mich am Anfang auch erstmal ein bisschen verwirrt. Warum liegt da jetzt hier ein Stamm und der hat ihn immer noch auf dem Rücken? Aber das müssen wir uns so denken, dass wir ihn jetzt erstmal noch verschieben können und platzieren, wie wir wollen. So, und dann können wir ihn auch drehen. Und dann müssen wir erst platzieren und dann schmeißt er ihn hier hin, so wie wir ihn gedreht haben. Jetzt fängt der Counter wieder von vorne an. Wenn wir jetzt eine Säge hätten, könnten wir den klein sägen. Das zeige ich dann in der zweiten Folge. Weil jetzt hier zum First Look sozusagen die
ganzen Werkzeuge craften. Das dauert ziemlich lange. Wie gesagt, ich habe schon 10 Stunden hier gespielt. Und ja, ihr werdet dann sehen, wie weit ich in den 10 Stunden gekommen bin. Das ist noch nicht sonderlich, obwohl, eigentlich ist es schon einiges. Ich laufe jetzt hier gerade mal ein bisschen spazieren. In der Hoffnung, dass wir vielleicht ein Tier treffen. Irgendwo. Also ihr seht hier, das ist eine riesen Landschaft. Und wir können hier also Städte errichten. Und im Multiplayer kann man sich dann halt zusammenschließen. Man kann auch gegeneinander kämpfen, deswegen ist das Kampfsystem mit drin. Aber mir sagt jetzt das hier wesentlich mehr zu. Ich habe ja nie DayZ gespielt, aus einem einfachen Grund. Dieser ganze Scheiß mit Zombie-Apokalypse und was weiß ich, das geht mir sowas gegen den Zeiger, so ein Müll. Und deswegen habe ich das nie gespielt. Und als ich jetzt gesehen habe, zufällig auf YouTube, dass es hier dieses Spiel gibt, das komplett ohne Zombies und Magie und was weiß ich auskommt, sondern halt Mittelalter, so wie es war, alles selbst craften, gucken, dass man überlebt. Das ist also eher meins. Und ja, deswegen wollte ich jetzt hier mal den First Look davon machen. Jetzt lasse ich mich dann mal überraschen, was hier dann noch in der nächsten Zeit so kommen wird. Also ihr seht hier, das ist riesig. Und halt auch extrem komplex. Das sehen wir dann in der zweiten Folge. Denn das kann ich hier jetzt schwerlich zeigen, weil wir hier echt noch am Anfang sind. Wo wir praktisch nichts können. Wir könnten uns mal noch schnell... Ich glaube, wir brauchen dafür ja nur... Primitive Knife. Genau, das können wir uns nochmal schnell craften hier. Ein Messer. Da haben wir nämlich gerade noch den einen Stein und das eine Holzstöckchen. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Cookies in der Tasche. Das habe ich ja schon erzählt. Aber die geben ganz wenig, Hunger zurück, sondern, das ist nur wirklich, um die ersten paar Minuten zu überleben, sage ich mal so, bevor man eben seinen ersten Apfelbaum irgendwo gefunden hat. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier nicht im Kreis. Nee, ich laufe schon noch in die richtige Richtung. Ich wollte jetzt hier mal diesen Berg erklimmen. Vielleicht hat man von da mal eine bessere Aussicht. Aber ich habe halt das Problem, es ist ziemlich neblig. Es ist, glaube ich, auch früher Morgen. Die Sonne kommt, geht, glaube ich, gerade auf. Das heißt, es gibt auch dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Guck in die falsche Richtung, oder? Da hinten müsste eigentlich der große Berg sein. Den sehen wir jetzt nur ganz schematisch durch die Wolken. Wir rennen hier mal ein bisschen weiter durch den Wald. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal ein wildes Tier finden, aber... Ich habe es jetzt aber nur... Boah, jetzt fängt mein Nachbar an, mit der Kettensäge zu hantieren. Ich krieg die Krise. Noch so kurz zur Info hier in der Log. Das ist keine Ingame-Zeit, sondern das ist Real-Time. Und ja, es ist halt wie gesagt praktisch, diese Log offen zu haben, da man gerade sieht, was sich steigert. Boah, ich könnte meinen Nachbar kloppen, echt. Das ist doch schlimm. Ah, hier ist eine ganz... schöne Lichtung. Das ist hier sowas, das bietet sich dann gut an für so ein Dorf. Wenn man hier ein Dorf errichten will, mit mehreren Spielern zum Beispiel, bietet sich so eine Lichtung natürlich sehr gut an. Denn
ich kann es mal kurz zeigen hier, wenn wir hier auf Terraforming Observe gehen, dann sehen wir hier dieses, ja, dieses Layer, das er dann drüber legt mit diesen ganzen Zahlen. Hier, was weiß ich, 18,8, 18,6, was weiß ich. Das ist die Bodenhöhe. Und wenn wir hier was bauen wollen, müssen wir den Boden ebnen. Das heißt, das muss alles eben sein. Dann bietet sich das hier an, weil hier müsste man ganz wenig abtragen, um eine ebene Fläche zu kriegen. Und das habe ich dann in meinem anderen Spielstand, habe ich das irgendwie nicht so gut gemacht. Das werden wir dann sehen. Hier in die Richtung würde es weitergehen. Weil ich weiß, wo Tiere stehen, aber das ist noch ein ganzes Stück zu laufen. Ich habe gedacht, ich treffe vielleicht auf dem Weg noch welche. Ich habe jetzt leider auch nur 10 Tiere eingestellt auf der Map. Weil da extra die Warnung steht, wenn man die Welt erstellt, dass zu viele Tiere die Performance in den Keller reißen. Deswegen habe ich dann ja vorsichtigerweise die Tiere nur auf 10 gestellt. So, jetzt haben wir das Problem, dass unsere Ausdauer auf 0 ist. Das ist auch so ein Punkt, wenn wir jetzt ewig viel in unserem Inventar mit uns rumschleppen würden, dann ja, würde unsere Ausdauer wesentlich schneller sinken, als es jetzt tut. Wir nähern uns dem großen Berg hier an. Wir haben ja noch ein paar Minuten, aber ihr seht, wie riesig diese Spielwelt ist. Also die Dedicated Servers für das Spiel, die gehen bis zu 64 Slots momentan. Also 64 Spieler auf einem Server. Und da ist dann natürlich... Oh Gott, jetzt ist meine Grafikkarte am Durchdrehen. Hier ist auch eine geile Lichtung, aber die ist schon wieder ziemlich ja, uneben. Und mich irritiert, dass ich keinen Ton habe. Ich habe extra nicht mein G35 Headset genommen, sondern meinen uralten Kopfhörer mit Klinkenanschluss. Und irgendwie hat es das Spiel aber nicht so mitgekriegt, dass ich jetzt einen Kopfhörer dran habe. Denn irgendwie ja, hat es nicht umgeschalten. So, wir gucken nochmal in die Map. Ah, wir müssen eigentlich zu diesem See da links neben dem Berg. Das ist unser Ziel eigentlich. Denn da weiß ich, dass dort ein Elch und ein Wolf rumstehen. Das ist aber auch komisch. Eigentlich müssten doch hier irgendwo Tiere sein. Naja, gut. Bei 10 Tieren auf dieser Map, da sucht man wirklich die Nadel im Heuhaufen. Aber ich habe jetzt schon auch in verschiedenen Let's Plays von anderen auf YouTube habe ich gesehen, dass dieser Wolf und dieser Elch immer da sind. Die werden also wahrscheinlich momentan noch fest dorthin gesetzt bei der Spielerstellung. Ja, ihr seht, wie lange wir jetzt hier schon laufen. Ohne, ja, und wie viel wir dabei gerade zurückgelegt haben an Entfernung. Und hier kann man dann, wie gesagt, später Häuser bauen. Man kann Farmwirtschaft betreiben. Man kann Tiere halten. Man kann sich die Waffen dann schmieden. Und das Sinnvolle ist halt, wenn man mit mehreren Leuten auf dem Server spielt, dass man sich spezialisiert, dass sich jeder um irgendwas kümmert. Weil, das Problem ist, wenn man alles alleine machen will, da kommt man hier nie zu Rande. Das dauert sonst ewig. Mich wundert es aber, dass meine Frames gerade so konstant sind. Oh, jetzt haben wir wieder keine Ausdauer mehr. Wir müssen die mal wieder erholen lassen. Laufen wir mal langsam. So. Jetzt sind wir hier wieder im dichten Wald. So.
So, hier hoch müssen wir. Eigentlich hätte ich das jetzt gar noch gezeigt. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch noch. Ich mache jetzt die Folge noch so lang, bis wir den See erreicht haben. Und dann gucken wir nochmal hier. Zum Elch und zum Wolf. Ich kann euch gleich sagen, der Wolf wird uns killen. Denn wir haben noch keine Chance, uns gegen den zu verteidigen eigentlich. Die Wölfe sind heftig. Dafür der Elch, der macht gar nichts. Den kann man einfach, ja, der greift nicht an. So, wie weit ist es denn noch? Gut, wir haben es gleich. Ich glaube, da hinten sieht man schon den See. Hinter den Bäumen. Ich habe jetzt auch die Sichtweite nicht so hoch. Einfach wegen der Performance. Es ist halt, wie gesagt, noch Early Access Alpha. Für euch, wenn ihr es haben wollt, es gibt es, wie gesagt, auf Steam. Im Early Access Programm. Kostet 29 Euro. Ist natürlich erstmal ein ordentlicher Preis für so ein Early Access Spiel. Aber wenn man Freude dran hat und es ist trotzdem schon ziemlich viel implementiert, ich kann auch sagen, es läuft eigentlich stabil. Also in den 10 Stunden, wo ich da jetzt schon gespielt habe hier, hatte ich noch nicht einen Absturz. So, wo ist unser Freund der Elch? Hier irgendwo stand er doch. Wo ist er? Elch. Jetzt bin ich extra hierher gerannt, dann ist er nicht da. Doch, da vorne steht er. Seht das hier? Da, wo jetzt mein Fadenkreuz ist, da vorne steht der Elch. Und da steht auch noch ein Wolf mit rum. Und wir werden jetzt mal versuchen hier... Genau, da steht der Wolf. Wir werden jetzt versuchen hier mal noch zum Abschluss dieser Folge... was nehmen wir? Nehmen wir das Messer oder die Axt? Wir nehmen mal das Messer. Der Wolf wird gleich wie ein Irrer auf uns zustürmen und uns angreifen. Da kommt er schon. Ich gehe mal lieber ins Parieren hier. Jetzt hat er uns. Komm, greif an, greif an. Oh, jetzt. Der killt uns. Ich mach dem auch so gut wie keinen Schaden. Ihr seht's in der Lok. Jetzt hat er keinen Bock mehr, oder was? Doch. Genau, jetzt hat er uns gekillt. Jetzt gibt's hier so einen Grabstein, der da entsteht, wenn wir sterben. Und der ist, glaube ich, für 2 Stunden oder so gelockt. Und ja, wir respawnen. Blub. Ja, ja. Jetzt haben sie irgendwie unsere Skills erhöht, dadurch, dass wir gestorben sind. Sehr interessant. Jetzt sind wir auf der ganz woanders eigentlich. Juhu. Ja, das Problem ist, dadurch, dass wir jetzt gestorben sind, seht ihr, unser Inventar ist komplett leer. Das ist alles an diesem Grabstein. Da könnten wir jetzt wieder hinrennen, könnten uns das wieder abholen. Und wenn wir es nicht innerhalb von 2 Stunden machen, wird es wiederum für alle anderen Spieler freigegeben. Das heißt also, ja, man sollte sich beeilen. Und es gibt halt in dem Spiel vollen Loot. Das heißt, alles, was wir im Inventar hatten, kann sich dann ein anderer holen. Das ist ja nicht so wie in manchen Spielen, dass da nur bestimmte Dinge dann gedroppt werden, wenn man stirbt, sondern es wird einfach alles gedroppt, was im Inventar war. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat dieser erste Teil des First Looks auf Life is Feudal, Your Own gefallen. Und ihr guckt dann später, ich werde sie heute wahrscheinlich am gleichen Tag noch raushauen, die zweite Folge. Guckt da nochmal rein, weil da möchte ich euch da nochmal was erklären, ein bisschen zeigen und ja. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid dann später wieder dabei und bis dahin sage ich Ciao.